Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Fritz Pichler, bin Culinary Director von der Phoenix Hochseeflotte und ich möchte Ihnen heute eins meiner Lieblingsgerichte zeigen, und zwar ein Wiener Schnitzel. Ich habe schon mal alles vorbereitet, was wir dazu brauchen. Wichtigste natürlich das Fleisch. Klassisch machen wir das Schnitzel logischerweise aus Kalbfleisch vom Kaiserteil, das ist im Schlögel. Ich nehme heute einen Kalbsrücken, der ist noch feiner. Und das dann mit dem Schnitzelklopfer, mit dem Plattiereisen einfach klopfen. Vom Würzen her, das Schnitzel würzen wir nur mit Salz. Ja? Also wir brauchen hier keinen Geschmack von Pfeffer. Richtig schön salzen. Auf beiden Seiten. Das lassen wir dann ein, zwei Minuten stehen, damit das Salz einzieht. Und dann habe ich hier schon die Panade vorbereitet, glattes Mehl, Ei und Semmelbrösel, das Ei bereits zerschlagen. Okay, jetzt halten wir die Pfanne hoch, geben schon mal das Pflanzenöl hinein. Reichlich hineingeben, ja, das Schnitzel muss schwimmen. Dazu etwas Butter. Einfach den feinen Geschmack ein bisschen reinzugeben. Und dann panieren wir uns das Schnitzel. Das heißt, wir ziehen das durch das Mehl. Schön auf beiden Seiten ganz leicht andrücken. Dann durch das Ei. Und dann in die Brösel, das zeige ich Ihnen jetzt. Einfach reinlegen, bedecken, ganz leicht andrücken nur, damit wir dann die Möglichkeit haben, eben, oder der Panade die Möglichkeit geben, zu soufflieren. Hier hatten wir dann das fertig panierte Schnitzel. So, ich gebe jetzt das Schnitzel rein. Und jetzt ganz wichtig, immer in Bewegung halten. Die Pfanne, sprich das Schnitzel, immer in Bewegung halten. Die klassische Beilage vom Wiener Schnitzel, Petersilienkartoffeln, Preiselbeeren und Zitrone. Natürlich passt auch guten Gurkensalat dazu, ja, oder auch Gemüse, aber klassisch halten wir es mit Petersilienkartoffeln. So, jetzt kann das drehen. So muss es auf beiden Seiten sein. Das Ding braucht Weile. Maximal 170 bis 180 Grad und immer schön in Bewegung halten. So, zu Hause mache ich es dann immer so, ich nehme meine gekochten, geschälten Kartoffeln, gebe die zum Schnitzel dazu, brate die mit. Ja, sieht lecker aus. So, der Schnitzel wäre jetzt fertig. Ganz kurz abtropfen lassen. Auf Küchenkrepp legen. Ganz vorsichtig andrücken. Und dann habe ich hier die Kartoffeln, die jetzt leicht anrösten. So, jetzt die gehackte Petersilie. Ist immer ganz wichtig, dass die leicht mitgebraten wird. Viele machen immer die Kartoffeln einfach aufs Teller und bestreuen die mit Petersilie. Das hat für mich nichts mit Petersilienkartoffeln zu tun. Gut. Gut. Dann können wir eigentlich schon anrichten. Das Tellerchen. Legen wir das Schnitzel drauf. Petersilienkartoffeln dazu. Ja. Das ist eben die Preiselbeeren und zugelegt. So, hier haben wir das Schnitzel angerichtet mit den klassischen Beilagen eben der Petersilienkartoffeln und den Preiselbeeren. Ja, ein ganz einfaches, schnelles Gericht. Wenn Sie einige Sachen beachten, wird es ein wunderbares kulinarisches Vergnügen für Sie werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und schon mal guten Appetit.